Ja, Seelentröster und Allrounder. In diesem heutigen Video geht es um die Zitronenmelisse. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. In diesem heutigen Beitrag widme ich mich voll der Zitronenmelisse. Es geht um die Heilwirkung und es gibt wie immer auch ein paar leckere Rezepte. Melissa officinalis ist eine Pflanzenart aus der Gattung der Melissen und aus der Familie der Lippenblüter. Ursprünglich stammt sie aus dem Mittelmeerraum. Die Zitronenmelisse ist eine krautartige Pflanze, wird bis zu 30 Jahre alt und kann 120 cm erreichen. Die Zitronenmelisse wird als Gewürz- und Arzneipflanze angebaut. Imker schätzen sie, da sie auch die Bienen gesund hält. Und nun geht es gleich weiter mit der Heilwirkung, doch vorher habe ich noch ein kleines Anliegen in eigener Sache. Falls ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, dann lasst mir bitte ein Abo, einen Daumen hoch oder einen netten Kommentar da. Besonders am Abend trinke ich jetzt im Sommer gerne eine Tasse Zitronenmelissentee. Ist sehr bekömmlich, schmeckt gut und ist eine gute Einschlafhilfe. Aber die Zitronenmelisse kann noch mehr. Sie hat wunderbare Heilwirkungen. Sie hilft bei Menstruationsstörungen und Krämpfen, Blähungen, Durchfall und nervösen Magenstörungen. Zitronenmelisse hat sich auch einen Namen als Seelenkraut gemacht. Man erzielt Erfolge bei Schlafstörungen, depressiven Verstimmungen, Nervosität und sie hilft auch gegen Herpes. Hier auf diesem Kanal habe ich euch schon zahlreiche Rezepte rund um die Zitronenmelisse vorgestellt, die ich euch heute gerne auch verlinke. Der Klassiker ist bestimmt der Zitronenmelissensirup. Dazu benötigt ihr 1,5 Liter Wasser, 4 Handvoll Zitronenmelisse, 1 Kilogramm Zucker, 2 unbehandelte Zitronen und 50 Gramm Zitronensäure. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die Zitronensäure wegzulassen und stattdessen mehr Zitronen zu verwenden, aber dann schmeckt der Sirup anders. Am Ende des Tages ist das Geschmackssache. Alle Zutaten zusammenmischen und verschlossen 4 Tage lang ziehen lassen. Anschließend alles abseihen und noch einmal 1 bis 2 Minuten aufkochen lassen. Abfüllen und als Sirup verdünnt im Wasser oder Prosecco mischen. Ein weiteres beliebtes Rezept ist der Zitronenmelissenbalsam gegen Herpes. Auch davon gibt es ein ausführliches Video mit allen einzelnen Herstellungsschritten. Dieses findet ihr auch in der Verlinkung. In 30 ml Zitronenmelissenöl schmelzt ihr 4 Gramm Bienenwachs oder veganes Wachs in einem Wasserbad und gebt dann 2 bis 5 Tropfen je nach Bedarf Teebaumöl dazu. Das Ganze auskühlen lassen und gegen Herpes verwenden. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal, eure Kräuterhexe.